Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer Folge LS19 im Challenge-Projekt auf der Schwarzing mit dem Fielker, dem Bürgermeister. Moin. Moin. Hallo. So, ich kaufe uns mal ein neues Attack. Ich bin da mal kurz weg. Ja. Mir geht's ja nicht um Verlieren. Wenn wir verlieren, dann ist okay. Wir wissen genau, was wir können. Nee, wir mir geht's ja darum, gewinnen muss nicht sein, aber wenigstens zweiter, dritter nicht. Der muss ja gut die oberen Plätze, dann könnten wir schon auf dem Treppchen wäre ganz cool. Der Sieger wird dann wahrscheinlich einen Höhenflug kriegen. Also wir sind's. Wenn dann wahrscheinlich ausrasten wie Sau. Alle anderen fertig machen, wie dumm sie wären. Das machen sie mit uns nicht. Eine Schande, wenn wir die nicht fertig machen würden. Ich gehe ein bisschen Gäste verkaufen. Geht immer, ja, egal. Diese platzierbaren Tanks haben wir ja nicht drinnen, ne? Platzierbares Gras. Ne, das wächst ja automatisch, ne? Dann lassen wir das jetzt einfach mal so. Was? Ich gebe dir die Gerstehänger. Das wächst ja automatisch nach, ne? Wer denn? Hier. Cool. Nee, dann will ich jetzt, ich will nämlich kein Nein, Geld ausgeben für. Nein, nicht. Ich hab da schon Gras dahin platziert. Was hast du da gemacht? Da, wo ich platt gemacht hab. Warum hast du es gemacht? Da war doch Gras. Weil ich gerade gemacht habe, weil ich dann runtergefallen bin. Da war doch Gras. Ja, der Acker war aber scheiße. Na gut. Guck mal, was der Eiche macht. Wenn der Eiche fertig ist, mit 10 bist du fertig, ne? Dann hängen wir der Krüger an. Nein! Was? Bist du fertig mit 10? Hallo? Hallo? Ey! Hä? Bist du fertig mit 10? Ja. Ja, dann hängen wir den Krüger an und fahren mal die Gerste weg. Kaufe ich mir Hallo? Doch die Ja, hallo. Hat jemand eine Rundballen-Wickelpresse? Nein, ich habe eine Quaderballenpresse und deswegen. Ja, habe ich beim Händler. Wie viel kostet die zu vermieten? Pro Stunde? Pro Stunde 3500. Gut, machen wir. Oh, warte. Oh. Ich habe was Falsches gesagt. Sorry. Warte. Pro Stunde 1000. Ah, boah, okay, noch. Gut. Jo, machen wir. Ich hol die dann ab, ne? Ja, beim Händler steht die. Jo, schöne Tag Ihnen noch. Ja.
Haben wir eine Presse organisiert? Hä? Haben wir eine Presse organisiert? Oh. Eine Stunde 1000 Euro. Oh Gott. Das ist nicht viel. Was soll ich wegfahren? Wenn es pro Ballen 3000 gibt. Gerste. Alles Gerste weg. Krüger? Den Krüger nehmen? Ja. In dem müsste reinpassen. So. Ja, was gibt's? Steht das Angebot noch mit den 3000 Rubeln? 2500. Hab ich jetzt beschlossen. Okay, gut. Aha. Passt auch. Das passt. Ja, ja, klar, passt. Warte, ich rechne. Ja. Ja. Passt. Können Sie mir noch Lohnunternehmerstatus geben? Oh ich ja. Ich anhängen kann. Kann ich Ihnen Maui Lohnunternehmerstatus? Wie kann man hier? Dankeschön. Dankeschön. Ja, weißes Geld gleich, ne? Nee, ja. Das machen wir ganz am Ende. Gut. Tschüss. Hey. Boah, aber knapp! Nee, scheiße, 900 Liter ist noch da. Nee, ist egal. Aber ist das richtig geil, wäre. Für aufs G29 so ein Lenkrad von Wario. Das ist ja geil, im richtigen Winkel. Boah. Mhm. Hm. Was ist das hin? AKLB, 706 Euro die Tonne. Leber und so. Naja, das. Nee, ist es nicht. Liegt im Auge des Betrachters, ne? Nee, ich dachte, das wäre das, was genau neben uns wäre. Ist doch was, oder? Ja, aber das. Mühle. AKLB, aber das geht auch flott. Fährst du über die Ecke hinten, dann fährst du hier geradeaus straight runter und dann. Über die Ecke. Also Ballen gibt's auf jeden Fall. Ah. Preise so viel. Was? Ja, für Gas ist der Preis noch relativ gut, ne? Kriegen dann für die Ballen insgesamt 45.000 Euro. Müll läuft. Oh, perfekt, können wir uns gleich schnell wegkaufen. Hä, die Mission ist. Nee. Was war da? Was war denn das hier für ein Scheiß?
Das ist nicht gut hier. Aber egal. Ach, Mann, hier, das ist ja. Guck mal bitte, wie viel so ein Autostack Autoload kostet, da Autostack Ding dafür rundballen. Ball. Nee, Grundballen. Decker mieten. 2000. Hier gehen wir bitte so, hol mal den Bürgermeister hoch und frage ihn mal, ob er so ein Ding hat und wie viel das kosten wird. Hier ist meine Gemiet. Ja, Herr Bürgermeister, ja. Wie Herr Bürgermeister! Wie viel kostet so ein Gerät, um Rundballen aufzusammeln, also zu mieten bei Ihnen? Da besitzen Sie etwas nicht. Rundballen. Sammelwagen. Haben Sie sowas? Könnte ich mit meinem guten Kumpel aus. Ja, warte, Sie mieten. Ja. Pro Arbeitstag oder pro Arbeitsstunde? Stunde. Sag mal, Sie bin 100 Euro. Okay, gut, perfekt. Holen wir dann ab. Ja. Können Sie genau. Die Presse dann hoch an meinen Hof schicken? Ja, machen. Gibt's auch das Bild ist ein Wechsel, ne? Das ist ein fliegender. Also die Presse kommt, ja. Nehmen wir den Wagen. Ich stelle ihn, die Presse am Händler hin, ich nehme die dann mit hoch. Weil ich habe da noch mal ein Ding stehen. Kannst du hoch, mir ist egal. Die Ballen, wo sollen wir die denn hinbringen? Bitte zur der BGA in der Nähe vom Shop. Okay, gut, perfekt. Die Presse dann zum Händler. Ja. Gut, perfekt. War falsch gefahren. Ich bleib mal ein bisschen bei Ihnen oben. Wenn Sie nichts dagegen haben. No, eigentlich nicht. Wo steht denn der Ballenwagen? Ach, ich genau, da holen wir. Der steht am Händler. Ich bin froh, dass ich wieder als Bürgermeister spiele dafür. Das habe ich so vermisst. Treffen. Ja. Ich würde den dann schnell abholen. Ist das in Ordnung? Ja.
Könnt ihr die Zeit aufschreiben. Eine Arbeitsstunde. Ja, die Arbeitsstunden ziehen wir ja dann. Zeichnet er ja, glaube ich, selber auf. Ja. So Gläsern hier. Oder wo sind sie gerade? Auf dem Weg. Auf dem Weg zum Händler? Mhm. Okay, gut. So einfach am Traktor auf die Arbeitsstunden drauf. Mach ich auch. Wenn sie dann so nett werden mit der... Ah ja, die Presse habe ich nicht dabei. Nö, nee, leider nicht. Egal. Dabei. Okay. Kannst auch direkt Nein. hochfahren, das ist kein Problem. Alles kein Ding. Okay. Hallo. Fahr ich so hoch, ne? Ja. Gut. Dankeschön. Der Eiche ist Bombe. Ich finde den auch schön. Ich glaube, ich werde mir auch so einen alten. So Leute, das war's von der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo lassen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.